Und täglich grüßt das Murmeltier S&P 500 und Nasdaq mit neuem Allzeithoch. Das vierte Mal in Folge oder den vierten Handelstag in Folge. Das unter dünnstem Volumen, unter miserabelster Marktbreite, also wenige Aktien, die wirklich hier diesen Anstieg verursachen. Das ist das eine. Anders ist heute, dass Gold fällt. Man fällt unter das Tief der FED-Sitzung, diese hawkische FED-Sitzung, die die Märkte auf dem falschen Fuß erwischt hat, während Bitcoin steigen kann. Und so ein bisschen hat sich das alles angedeutet, denn Gold hat zwar dann eine Erholung gemacht nach dieser überraschend hawkischen FED-Sitzung, aber so richtig nach oben ist es nicht gegangen. Schauen wir uns hier zum Beispiel mal die sogenannten Financial Conditions an. Da fließen verschiedene Parameter rein, Kreditvergabe, Aktienmärkte, der Stand der Aktienmärkte etc. Also wie locker sitzt Geld, und da erreichen wir ein neues Tief. Sind wir nochmal um 12,2 Basispunkte auf jetzt 97,2 gefallen. Je tiefer das Ganze ist, umso laxer sind die Konditionen. Und eigentlich war ja diese FED-Sitzung wirklich eine hawkische Überraschung. Aber die US-Notenbank hat es geschafft, mit verschiedenen Speakern dann immer dovischer zu werden. Also praktisch die Message, die von der FED-Sitzung selber ausging, dann wieder zu relativieren und zu sagen, ach Kinder, entspannt euch doch mal, so ernst meinen wir das noch nicht, wir wollen doch nur spielen. Da gibt es diese paar Außenseiter wie Robert Kaplan, James Ballard, die eben sagen, Leute, das läuft uns da aus dem Ruder in Sachen Inflation, in Sachen exzessiver Bewertungen an den Märkten. Und apropos exzessiver Bewertung an den Märkten, da ist doch irgendwas. Wir sind jetzt bei 205% Marktkapitalisierung des Aktienmarktes in den USA zum BIP. Und hier sagt Sven Hendrik, naja, selbst wenn wir die Fed-Bilanz mal abziehen würden, und die liegt ja bei knapp über 8 Billionen, dann wäre das immer noch eine Marktkapitalisierung von 150% zum BIP in den USA, und das wäre immer noch ein Allzeithoch. Also selbst wenn man jetzt einmal sagen würde, die Fed-Bilanz existiert nicht, gell, dann wäre das immer noch recht sportlich. Und diese sportliche Bewertung, die macht sich dann in der sogenannten Price-Sales-Ratio auch bemerkbar. Hier haben wir ebenfalls ein neues Allzeithoch mit 3,12. Der langjährige Durchschnitt liegt bei 1,55. Man könnte also sagen, wir sind eigentlich jetzt ziemlich genau doppelt so teuer wie im historischen Durchschnitt. Der 5-Jahres-Durchschnitt oder der Durchschnitt der letzten 5 Jahre liegt bei 2,26. Also billig ist jetzt nicht, aber man sagt sich, gut, gut, wir haben die Notenbanken, die drucken alles weg, was sich in den Weg stellt. Dementsprechend müssen die Assetpreise steigen. Okay, das ist ein Punkt. Dann müsste aber Gold eigentlich auch steigen, könnte man vermuten, aufgrund der massiven Ausweitung der Geldmenge und der Bilanzsumme der Fed. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Märkten. Wir haben jetzt eben die Situation, neues Allzeithoch. Nicht nur sind wir jetzt saisonal in einer sehr günstigen Phase in den nächsten 2 Wochen, das sind eigentlich die besten 2 Wochen oder mit die besten 2 Wochen des gesamten Jahres. Die zweite Julihälfte wird dann normalerweise etwas schlechter. Aber es ist auch so, dass Aktienmärkte, wenn sie ein Allzeithoch erreichen, in den nächsten 12 Monaten durchschnittlich sogar stärker steigen, als wenn sie das nicht tun. Hier der Durchschnitt liegt bei 11,7%, sonst sind es 11,3%. Aktien steigen ja immer, wie wir wissen, meine Damen und Herren. Dementsprechend ist es dann nochmal ein Klacks besser. Allzeithoch sind oft ein Kaufsignal sogar. Auch wenn die Bewertungen ebenso sind, wie sie sind, das ist dann vielleicht eine Frage des Preises, den man später bezahlen muss. Im kurzen Zeitfenster scheint das erstmal zu funktionieren. Wie ungewöhnlich insgesamt diese ganze Corona-Krise ist, sehen wir hier mal Rezessionen, als die begannen, also in der US-Geschichte. Es beginnt eine Rezession, wo steht der S&P 500? Genau, ein Jahr später. Da haben wir in den 90er Jahren einen Anstieg von 8% gehabt, 90er Jahre. Das war ja die Zeit, als dann irgendwie Technologierevolution war, mit dann Dotcom-Euphorie. Ansonsten frühe 2000er Jahre negativ, vor allem in der Finanzkrise sehr, sehr negativ. Da waren wir fast 40% im Minus nach einem Jahr nach Beginn der Rezession. Jetzt sind wir fast 30% im Plus. Also das zeigt, irgendwie ist diesmal was anders. Wahrscheinlich boomt die Wirtschaft so dermaßen wie noch nie. Das ist die beste aller Welten. Da gibt es gar keinen Zweifel dran. Das Problem ist nur, wir sehen jetzt, um auf die Märkte, Aktienmärkte nochmal zurückzukommen, wir sehen neue Allzeithochs, zum Beispiel beim Nasdaq. Hier sehen wir mal beim Nasdaq hier die New High, New Lows, also die Differenz zwischen Aktien, die neue Hochs erreichen, und Aktien, die neue
Tiefs erreichen, 52 Wochen Rahmen jeweils, also um und bei ein Jahr kann man sagen. Und wir sehen, diese Allzeithochs sind extrem schlecht, was sozusagen neue Hochs bei Aktien betrifft. Es sind eben die wenigen, die so richtig ziehen. Ich hatte das in den letzten Tagen öfter gesagt. Gestern war es eine Facebook, die über 4% gestiegen ist, mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion. Ich hatte heute Morgen früh im Videoausblick gesagt, ja, wer nutzt denn noch Facebook? Meine Kinder tun es nicht, andere tun es auch nicht. Dann wird gesagt, ja, aber guckst du hier WhatsApp und Instagram, dann kann ich nur sagen, also meine Kinder, WhatsApp, da sagt man, hast du um 15 Uhr Zeit, das war's. Da, wo die sich wirklich vernetzen, das ist Discord, meine Damen und Herren, da steckt sozusagen das Potenzial, nicht mehr in WhatsApp, zumal Facebook mit WhatsApp ja kein Geld verdient, außer dass sie vielleicht die Daten an den amerikanischen Geheimdienst verkaufen, gell? Aber das erscheint dann in der offiziellen Firmenbilanz nicht so direkt genannt. Nein? Also hier nochmal zur Klarstellung, jedenfalls es sind wenige Aktien, die das Ganze ziehen, das ist nicht ein wirklich breiter Aufschwung, den wir sehen, und überraschend ist, dass der Nasdaq jetzt der große Treiber ist, zumal wir jetzt die größten Ausflüsse in den letzten 7 Wochen hatten, seit vielen Jahren, im Grunde seit dem Jahr 2019. Also Tech war dann irgendwie nicht mehr so sexy, viele haben das Geld abgezogen und jetzt steigt das Ding, der Markt, die Börse geht ja gerne den Weg des größten Schmerzes, so auch diesmal. Also, was macht Bitcoin eigentlich? Da sehen wir ja Anstiege, wir sehen 6-7% bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Welches Argument gibt es dafür? Naja, so richtig fällt mir keins ein, Coinbase, die Aktie steigt, weil gestern die BaFin so eine halbe Zulassung gegeben hat. So richtig kann man es nicht begründen, auch nicht, warum Gold eigentlich jetzt so unter Druck ist heute oder zumindest in den letzten Tagen unter Druck ist. Jedenfalls, wie Sven Henrique zeigt, hat Bitcoin seine charttechnische Situation verbessert, hat erstmal einen Widerstand nach oben durchbrechen können, ist jetzt über die 36.000er Marke gekommen. Der nächste große Widerstand, der dann auch bei der 200-Tageslinie liegt und beim 38.2er Fibonacci Retracement Level, der wäre dann so bei 38.200 um und bei. Erst wenn das wirklich überwunden wäre, dann hätte Bitcoin jetzt auch charttechnisch wieder etwas Luft nach oben. Luft nach oben, und das ist das Thema Inflation, Financial Conditions, haben die Hauspreise, wie sich heute gezeigt hat, Anstieg von 14,6%, größter Anstieg seit 30 Jahren zum Vorjahresmonat, und Lawrence Summers, wie er offiziell heißt, ehemaliger Berater von, wie heißt der, Obama heißt der, gell, also der frühere von den Demokraten, der sagt hier, das ist substanzielle Inflation, die zeigt sich nicht in den Preisen, aber die wird sich bald auch offiziell in den Preisen widerspiegeln. Summers liefert sich ja ein Duell, ein Ökonomenduell mit Joseph Stiglitz, da wird richtig gefochten, der eine sagt, Quatsch, die Inflation kommt nicht, Summers sagt, wir fahren mit 150 Meilen auf der Straße und haben keine Bremse dabei, also das ist eine interessante Diskussion, die da stattfindet. Wir sehen, dass Rohstoffe insgesamt gut dastehen, eben bis auf Gold und Silber, die Metalle sind tendenziell schwach heute, Platin, glaube ich, auch schlechter heute. Wir sehen Kupfer ohnehin schon seit einiger Zeit schwach. Eigentlich Dr. Copper, also das konjunktursensitive Metall. Ist das da eine Botschaft? Jedenfalls sehen wir, dass der Bloomberg Commodity Index jetzt fast auf dem höchsten Stand ist. Es seit dem Jahr, ja, was war das, 2005 oder sowas. Also Rohstoffpreise insgesamt weiter noch im Aufwind, nur eben die Metalle weniger. Und hier sehen wir mal Gold. Und was wir hier sehen ist, dass Gold nicht wirklich Stärke hatte. Wir hatten ja die hawkische Fed, dann ist Gold ziemlich abgestürzt, sind alle Assets erstmal nach unten gegangen oder so ziemlich alles. Die Aktienmärkte ein bisschen verstört, alles was sozusagen Rohstoffe war, ist ein bisschen runter. Gold hat dann die Erholung gemacht im Kontext mit diesen dovischen Aussagen der Fed, also diesen Aussagen, wir wollten doch nur spielen, nehmt das mal nicht allzu ernst, und die Märkte glauben das. Dabei ist das, was da schriftlich hinterlegt ist, wahrscheinlich ernster zu nehmen als die verbalen Streicheleinheiten, die rhetorischen, die man da seitens der Fed gemacht hat. Hier sehen wir die Erholung bei Gold in einem Chart, meine Damen und Herren, von Capital.com. Sie haben es erraten. Jedenfalls sehen wir,
dass diese Erholung nicht wirklich überzeugend war, viel weniger ausgeprägt war, viel weniger dynamisch war, als das bei anderen Assets der Fall war. Und jetzt eben der Fall unter das Tief, das wir gesehen haben mit der FED-Sitzung. Es droht jetzt, wenn da nicht bald was Positives kommt, eben ein weiterer Abrutsch bis 1680 Dollar. Jetzt kann man sagen, okay, wer das traden will, wer immer wieder auch mal solche Chancen ergreifen will, der ist bei uns, nämlich bei Finanzmarktwelt und genauer gesagt beim Börsenjäger sehr gut aufgehoben. Denn der hat heute zum Beispiel gesagt, ja, bei Gold kann es schnell gehen. Der Börsenjäger, das ist der Stefan Jäger, ein immens sympathischer Mensch, by the way. Und da hat hier die Einstiegssignal für ihn bei 1767 und Stop-Loss bei 1782 und erster Take-Profit bei 1753. Der erste Take-Profit, der ist schon gezogen, denn Gold ist so um und bei bis 1750 gefallen. Der zweite wäre dann bei 1725. Das alles ist kostenlos bei uns abrufbar. Man muss sich einfach nur anmelden. Das tut nicht weh, das kostet nichts. Das ist nicht irgendwie mit irgendwelchen Komplikationen verbunden. Ich packe Ihnen mal den Link hier unter das Video, weil einfach der Börsenjäger, der Stefan, immer wieder solche Dinger raushaut. Das kann nicht jeden Tag gelingen, aber es gelingt in den letzten Wochen immer wieder und immer besser. Dementsprechend meine Empfehlung, schauen Sie sich das einfach mal an. Da ist auf jeden Fall mehr als nur Inspiration drin. Inspiration ist auch das Schlagwort vor dem Spiel Deutschland gegen England. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ihnen einen schönen Feierabend. Servus und ciao.